Hallo Leute, hier ist der Zero Toleranz Part 14 und wir legen gleich mal los. Das ist auch nicht allzu groß, das Gebiet. Klären wir das hier mal. Und da ist gleich ein Heilpaket, das finde ich sehr schön. Das nächste lassen wir lieber liegen. Jetzt geht das Gepiepse gleich wahrscheinlich wieder los. Ich habe gar keine Granaten, okay. Ja, denn. Mich doch irgendwie ausgetrickst. Hab ich doch getroffen, der Arsch. Da konnte man jetzt mal sehen, ja, sehen, wie die sich verwandeln, ist jetzt übertrieben dargestellt, aber. Ach, meine Lieblingswaffe. Es ist immer doof, also ich hätte lieber diese automatische laservisierte Pistole da. Ist mir lieber. Das jetzt? Was soll das? Der Alarm war Quatsch. Sind nicht mal Türen aufgegangen bei. Oder? Nö. Das zeigt das Spiel ja sogar an der Karte an, was ich sehr, sehr nice finde. Die hat echt lange gebraucht. Na gut. Nehmen wir es hin. Okay, der Raum scheint leer zu sein. Die Heilung sammle ich noch nicht ein. Ich glaube, die Weste geht eh noch drauf. Ich kenne mich ja. Ist immer noch so, dass ich leider das Problem habe, dass ich vom linken Rand des Spiels nicht alles sehe. Bedeutet, ich sehe nicht, wie viele Gegner in dem Level noch sind. Ich muss auf diese blöde Ansage warten. Ja, sind die drei Räume da unten noch und das war's. Das ist jetzt gerade einfach nur nervig. Ah. Hand grenade collected. Super. Hand grenade collected. Viermal Handgranaten. Ganz toll. Ich müsste aber fast nochmal nachher über die rüberlaufen, wenn ich jetzt den Level geklärt habe. Weil da ist die Weste weg. Dann kann ich ja bestimmt noch welche von den Laserautomatischen. Ich werde ja wohl nicht langsam warm mit den Dingern. Wo kommt man da hin? So, ein Raum noch. Wenn ich nicht irgendwo unterwegs wen vergessen habe. Die Weste habe ich mitgenommen, weil vorne liegt ja noch eine. Wenn ich mich nicht total täusche. Ah.
Okay. Ach Mensch. Ey, was soll's? Ich weiß, ob es nicht mehr wo die lag. In den oberen beiden oder in dem langen Gang? Ich glaube in den oberen beiden irgendwo. Sag mal, Attacke Hü. Vollgas. Ja, piepst du nur. War das hier? Das ist der Bioscanner bloß gewesen. Okay. Da war da gar keine Weste mehr, war das ein Halbpack? Ich weiß es gerade nicht. Ja, in Zeiten, wo man so ein bisschen an Life-Rack gewöhnt ist bei solchen Shootern, da ist das hier alles schon ein bisschen herausfordernder. Ja, es ist tatsächlich ein... Ach, Mist. Da hätte ich mir doch tatsächlich... Das ärgert mich jetzt. Meine 40% von der Flagweste ist auch nicht verkehrt. Und die auch noch mitnehmen, die habe ich vorhin übersehen. Aber, naja, was soll's. Gehen wir halt mit 40% von der Weste runter und... Aber volle Lebensenergie. Das ist auch nicht schlecht. Ich trinke mal einen Schluck, Leute. Mir kratzt der Hals tierisch. Ja, ja, piepst ihr nur. Ist klar. Und ich bin deswegen falsch abgebogen. Wäre übrigens tatsächlich ein Spiel, was ich mir wünschen würde in einer Neuauflage, ein bisschen aufgehübscht. HD ist übertrieben jetzt, das ist Quatsch, aber vielleicht die Texturen trotzdem ein bisschen feiner und die Steuerung ein bisschen überarbeitet, weil die ist echt hakelig. Hat so eine richtig schöne aktuelle Shooter-Steuerung, wie es für die Konsole üblich ist, fände ich toll. Muss nicht mal oben und unten sein. So, jetzt sind wir hier, aber haben wir trotzdem, ja, gut, 7 Minuten gebraucht. 8 jetzt gleich. Ich mache jetzt hier trotzdem Schluss bei dem Teil. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Teil 15. Meldet sich der L zurück. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich bin raus. Macht's gut, Leute. Bye.